Besel das nächste Mal siehst, frag ihn, ob ich seine gottverdammten Eier zum Frühstück essen soll. Das mache ich wirklich. Oder hau ihm am besten gleich eine in die Fresse von mir. Okay. Hast du gesehen, was das Ding für Sätze macht? Das hätte auch auf die Zuschauer. Ist ja beinahe in den Zuschauer eingelandet. Angefangen mit der Spinne könnte man meinen, Besel will uns alle umlegen. Ja, das war ein Kampf. Ein verdammt guter Kampf. Erinnert mich daran, dass ich selbst mal seinem Vieh begegnet bin. Damals in Katalon. Ah ja. Es war schon dunkel und wir hatten uns im Wald verlaufen. Das ist aber so schade. Das Vieh hat sich einen nach dem anderen gegriffen. Ich habe bloß die Geräusche gehört. Oh, klang bestimmt super. Du bist auf der Zielgerade, Mann. Wenn du die nächsten zwei Runden überlebst, bist du der Paindome Champion. Zwei Runden noch? Solange Basil keine weiteren Bestien mehr auf Lager hat. Okay, wir machen hier. Nicht. Ich will nochmal voll speichern, deswegen. Dann mach dich bereit. 3500 Euro war es. 150. Das ist schon echt viel, was wir kriegen. Och, Mann, ey. Muss ich doch speichern hier. So. Na dann. Bist du bereit für. Solange Basil keine weiteren Bestien keine und so. Weiteren Bestien mehr auf Lager hat? Bestien nicht direkt. Nur den aktuellen Champion. Ah ja. Wieso gibt es dann noch eine Runde, wenn er der Beste ist? Darüber mach dir jetzt mal keine Gedanken. Konzentrier dich. Sehr mächtigen Magier, ja. Du kämpfst gegen einen sehr mächtigen Magier. Ich habe gehört, er ist fast so gut wie Master Datan. Und der steht in der aktuellen Rangliste der Gilde ganz oben. Also sieh zu, dass du ihm ein Loch in den Schädel haust, bevor er mit seinem magischen Zeug rumklimpern kann. Oder bete, dass genug von dir übrig bleibt, dass wir hinterher ein Denkmal ausmeißeln können. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Bestimmt. Völlig klar. Gut. Dann let's go. Nächster Kampf. Und dasselbe wie immer. Wir holen uns unseren Gehilfen dazu. Der macht es zwar nicht so gut, wie ich es gern hätte, aber lenkt zumindest ein bisschen ab. So, schnell hoch. Oh, ich hoffe, der hat keine zielverfolgende Dinger. Champ der Magier. Okay, der ist echt stark. Guckt euch das mal an. Da hat, glaube ich, auch mein, Oh, scheiße. Sollten wir so ein Stück rennen. Der hat einen Kometenregen. Das ist nicht schlecht. Das will ich auch können. Zeig mir, wie das geht. Dann auf damit irgendeinen Zauber zu machen. Das geht gar nicht klar. Auf zu zaubern. Oh, fuck. Schon wieder das. Schnellen Trank. Das zieht uns ganz schön ab hier. In dem Moment müssen wir einfach ein bisschen rennen hier. Uns nicht treffen lassen. Das ist das Wichtigste. Okay, jetzt hat er aufgehört. Der Kometenregen oder was auch immer er uns da beschworen hat. Sondern einfach drauf jetzt. Wir dürfen den nicht zaubern lassen. Ah! Guck's blöde, ne? Magier. Und nochmal. Bam! Und zwei Schläge noch. Und einer noch. Zack! Boah, Alter. Wir haben fast die ganze Arena geschafft. Noch ein Kampf, dann haben wir es durch. Schauen wir mal. Erzstab der Feuermagie. Wow. Nicht schlecht, aber dafür sind wir noch nicht gut genug. Super, Mensch. Wir haben zwar zwei Tränke verbraucht, aber das ging ja noch. Morge. Dieser Schweinepriester von einem Magier hatte ich nicht mal kommen sehen. Nee. Den Göttern sei Dank. Er war echt nicht schlecht. Du hast den Champ besiegt. Aber es ist noch nicht ausgestanden. In Paindome gelten eigene Gesetze. Oha. Also, sieh es einfach als Ehrenrunde an. Bringen wir es hinter uns. Ich habe keine Ahnung, wo Besel dich aufgegabelt hat. Aber es war mir ein Vergnügen, dir bei der Arbeit zuzusehen. Schankedün. Egal, ob du wieder lebendig rauskommst oder nicht. Für mich bist du der Champ. Ja, 5 Minuten warst du ein Arschloch zu mir, Penner. 3300. Geh in die Arena, um den letzten Kampf zu besteigen. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Wir sind die Stufe aufgestiegen. Boah, Alter. Also das bringt uns ganz schön EP und alles, muss ich sagen. Boah, was ist das? Was ist das? Hast du keine Waffen, du Vieh? Zyklop! What? Alter, komm, Damage. Zumindest nur sehr, sehr langsam und wenig. Aber es geht. Er ist nicht unmöglich wahrscheinlich. Wow, okay. Aber er macht auch ordentlich Schaden. Er teilt ordentlich aus. Okay, jetzt haben wir nur einmal getroffen. Wow, nein. Wow, okay.
Wenn er seine Parade ausführt, dann müssen wir echt aufpassen. Genau die da. Ah, siehst du. Oh, scheiße. No! Ah, ich konnte nicht wegrennen, weil er mich gehabt hat. Aber der ist nicht unmöglich. Ach, scheiße. Wir müssen also nochmal den Kampf gegen die Magier machen. Ich habe vergessen nochmal zu speichern gerade eben. Stimmt, da war ich zu übermütig. Also, der Magier nochmal. Okay. So, wir machen nochmal hier. Nächstes schnell das Magier. Okay. Achso, wir haben mit ihm gar nicht geredet. Stimmt, da war ja was. Bist du bereit für den ja. So. Genau, das hatten wir alle schon gehabt. Zack, zack, zack. Dann. So, okay, stimmt ja. Wir haben ja schon vorher gespeichert. So, schnell zu ihm. Okay, Champ der Magier. Und damit ist ja dann Platz auch für uns geschaffen, oder? Ich meine, also wenn wir dann schon den Champ der Magier getötet haben, müsste ja Platz für einen neuen da sein, der da auch schon vor ihm steht. Nicht nur Champ der Arena, sondern auch Champ der Magier. So viel verspreche ich euch, das will ich auf jeden Fall noch werden. Auch den Magier killt. Oh fuck, jetzt macht er wieder seinen kompletten Regen. Schnell weg. Ah, jetzt ist natürlich unser Gehilfe tot. Ah, wir haben ihn an der Säule festgepackt. Das ist natürlich sehr schön. Aber lange lasse ich mich nicht aufhalten, Freundchen. Oh fuck. Hier drinnen wischt mich auch, ja. Lol, hier macht er gar nichts. Kein Bock mehr gegen mich zu kämpfen, oder was? So. 3. Zack. So, jetzt gib mir den Rest hier. Den hat er nicht mehr. So, und zack. Reicht leider hin zum Sterben. Aber komm, ein Schlag noch. Ha! So, siehst du. Und diesmal weniger Damage gekriegt als beim letzten Mal. Jetzt mag ich Stab und so weiter. Und ich sehe gerade, warum ändern sich die ganze Zeit meine Tränke eigentlich? So, warte, pass auf. Jetzt speichern wir auf jeden Fall nochmal. Bevor wir nochmal zu dem Typen gehen. Könnte ja schlecht sein und so. So, hi. So, bringen wir es hinter uns. Das kennen wir alle schon. Wir wollen jetzt nochmal neue Energie von Thoriglin. Ja, kann ich hier nicht mehr. Ach so, weil es noch aktiv ist. Ne? Das ist natürlich blöde. Ich weiß nicht, wie lange das noch anhält. Ich werde mir am liebsten nämlich nochmal neue holen. Ich meine, eigentlich können wir auch mal, wenn wir schon dabei sind, unsere Fähigkeiten endlich mal verbessern. 8 Parameterpunkte, wir sind 2 aufgestiegen. So. 4 Skillpunkte. So, machen wir jetzt mal schön hier unsere Nahkampfsachen ein bisschen härter. Stärker und so weiter. So, komm, jetzt ist die Energie weg. Holen wir uns neue. Und unseren Gehilfen natürlich. Weil, ich meine, klar, der ist noch nicht so gut, aber ja, ist besser als nichts. Er hilft uns ein bisschen. So. Einen Bogenschützen haben wir bekommen, alles klar. Machen ihm relativ gut Damage. Okay, in der Position sollten wir wegrennen. Wow. Nee, nicht angreifen. Und es dringend einen Trank. Okay, und unsere Tränke weisen sich selber zu, wie stark sie sein sollen, wie ihr seht. Das ist mies. Komm, renn. Leute, was geht? Ich liege auf einmal auf dem Boden. Der hat uns zu Boden gerungen, die Sau. Okay, jetzt haben wir die Chance. No. Die Hälfte ist er. Wegrennen. Fuck, jetzt ist unser Wesen weg. Wir müssen schnell ein neues machen. Waffenset wechseln. Okay, ist diesmal ein Nahkämpfer. Nein, ist wieder ein Bogenschütze. Ah, schlecht. Oh no, wieso? Wieso denn nur? Ah, nein! Ich bin noch weggerannt. Oh, nö. Okay, wir schaffen den noch. Von denen das wir nicht unterkriegen, ja. Geht ja mal gar nicht. So, wir können das hier zum Glück überspringen. Bringen wir es hinter uns. So. So, das haben wir jetzt mal, glaube ich, gemacht. Einen hier drauf, dann fehlt mir die Stärke.
Okay, 50% mehr Schaden. Was ist nicht RB hier? Okay, das bringt irgendwie überhaupt nichts. Und wieder nur ein Bogenschützen. Ich mag den Bogenschützen nicht. Bräuchten eher einen Nahkämpfer. Okay, wir müssen einfach das Ganze ganz in Ruhe angehen. Ab und zu mal natürlich Position wechseln. Und unser Bogenschützen ein bisschen was machen lassen. Ich meine, viel Damage macht er ja leider nicht, aber er macht immerhin etwas. Und wegrennen. Wenn er trifft. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Junge! Da rennt er aber auch nicht los, gell? Ich habe Angst, dass er noch stirbt. Wenigstens können wir die Attacke sehr oft machen, finde ich. Das ist sehr gut. Dann geht er wieder in seine Duck-Position. Jetzt. Nein! Oh, oh. Lauf, lauf, lauf! Boah, scheiße! Scheiße war das eng gerade. Komm, komm, komm! Brauchen ein Wesen. Ah! Nein! Wir haben vergessen, falsche... Okay, okay, okay. Wow! Alter! Da war er schon. Okay, cool. Diesmal haben wir Nahkämpfer gekriegt. Oh, lol, wir haben festgepackt. Sehr gut. Da passt er nicht durch, weil es fett ist. Ah, okay. Hier trifft er uns auch nicht, oder? Bin ich mir das gerade neu ein. Doch, hier trifft er uns sehr gut sogar. Schnell den Trank erwerfen. Ein paar Schritte gehen. Sehr gut. Jetzt macht man alle. Jetzt macht man alle. Jetzt ist Stündlein geschlagen. Oh ja. Jetzt ist er. Am Ende. Noch ein paar Schläge. Oh, jetzt nicht mehr erwischen lassen. Noch schnell einen Trank trinken. Und. Ha! Was hast du davon? Tatsächlich. Wir haben das Vieh besiegt. Was kriegen wir denn? Ein Auge des Zyklopen. 150% des Linsenschaden wird aus den Angreifer zurückgeworfen. Also im Prinzip alle Schaden. Plus mehr. Boah, nice. Haben wir echt den Zyklopen besiegt und damit eigentlich die Arena abgeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Willkommen zurück, Champ. Bist schon ein verdammtes Prachtexemplar von einem Scheißkerl, was? Mhm. Jetzt nicht mehr. Man hat es dir auf den ersten Blick gar nicht angesehen, was für eine Kampfmaschine in dir steckt. Möglich. Ist ja auch egal jetzt. Ich könnte nicht stolzer sein, wenn ich selbst gewonnen hätte. Was bekomme ich denn jetzt? Wir haben ja auch beide gewonnen. Du an Erfahrung ja, und ich an allem. Du hast allem. Recht. Aber immerhin springt doch einiges für dich dabei raus. Hier, nimm. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Mhm. Aber ich wünsche dir viel Glück dabei. Schau gedön, was rum du mir gegeben Danke, hast. Danke, Harun. Danke für alles. Echt mal. Hausten, ne? Ich habe zu danken, Cem. Also dann, Hals- und Kieferbruch. Auf jeden Fall, Diggi. 3300, dein Ansehen bei der Rote Schrift ist gestiegen. Das heißt, eigentlich theoretisch müsste jetzt 100% dastehen, oder? Hier, Gilde. Man spricht in der Gilde mit wenig Respekt von dir. Okay. Und Paintrum, der Champion. Boah, cool, Alter. Finde ich cool. Ja, wir sind echt hier... Die Leute gezeigt, was wir drauf haben. Ich habe aber gehofft, dass wir noch eine Stufe aufgestiegen sind. Wir stehen jetzt Stufe 22. Nice. Paintrum haben wir abgeschlossen. Hier können wir auch nichts mehr machen. Gut, wenn wir schon in der Bruderschaft sind, können wir auch gleich mal mit unseren Leuten hier reden. Ob die was Neues für uns haben. Ich werde um Azar trauern. Werden wir alle. Ja, super. Der hat schon nichts. Hast du vielleicht mal was für mich? Der kann nur verkaufen. Das ist schade. Scharmützelhosen. Aha. Gibt es eine neue Stabwaffe für mich eigentlich? Immer noch nicht. Das ist schade. Blockbrechen, mentaler Angriff. Mächtiger Schlag. So, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich ein paar Sachen verkaufen. So, welche Sachen benutzen wir? Alle. Ja, alle. Halt, nee. Den könnte ich benutzen mal gerade, ne? Schnelle Pfeile, 81 Schaden. Langsame Pfeile. Naja, können wir eigentlich alle verticken. So, hier haben wir noch den Erzmagierstab, 517. Okay. Damit haben wir jetzt 34.000. Das ist schon eine ganze Menge. Okay. Cool, hätten wir das erledigt. So, der Händler ist wieder da. Den können wir mal kurz auf seinen Platz gehen lassen.
Mal gucken, was er hat. Hier gibt es